Brüder und Schwestern in Christus, am heutigen Sonntag wird es ernst. Da werden wir auch auf eine sehr eindrucksvolle Weise daran erinnert, was die Nachfolge Christi bedeutet. Ihm gleich zu werden bedeutet nicht nur, ein guter und angenehmer Mensch zu sein, das auch. Es bedeutet aber vor allem mit aller Konsequenz auf den Willen des Vaters zu hören. Was der Wille des Vaters für Jesus war, das haben wir gerade gehört. Was der Wille des Vaters für dich ist, das ist eben die Lebensaufgabe, das herauszufinden. Aber ich denke, es lohnt sich ganz kurz hinzuschauen auf ein Wort, das Jesus zu uns auch heute sagt. Als er am Ölberg angetroffen wird, von den Hohenpriestern, den Hauptleuten, den Tempelwachen und den Ältesten und dort verhaftet wird, sagt Jesus, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht gewagt, gegen mich vorzugehen. Aber das ist eure Stunde. Jetzt hat die Finsternis die Macht. Beeindruckt, wie scharf Jesus das Ganze sieht. Klar hadert er auch noch in sich mit seinem Schicksal, aber er sagt, Tag für Tag war ich bei euch im Tempel. So Jesus hat gelehrt, nicht einmal, nicht zweimal, sondern oft. Und auch direkt vor dieser Verhaftung war er unten im Tempel und ist nichts passiert. Und erst jetzt kommen sie da und verhaften ihn wie einen Räuber, damit sich das Schriftwort erfüllt. Aber Jesus sieht auch ganz genau, warum sie es nicht gewagt haben, ihn zu verhaften, als er im Tempel war. Obwohl sie schon damals das geplant haben und tun wollten. Sie haben es nicht gewagt, aus einem einzigen Grund, der für deine und meine Nachfolge wesentlich ist. Jesus sagt es in schönen Worten, er war im Tempel. Und was der Tempel für ihn ist, das sehen wir ganz am Anfang seines Wirkens, auch im Lukas-Evangelium beschrieben, wie er mit den Eltern dorthin geht und irgendwie verloren geht und dort im Tempel bleibt und lehrt. Was sagt er zu seinen Eltern als Entschuldigung? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein soll, was zu meinem Vater gehört? Dass ich bei meinem Vater sein muss? Dass Jesus im Tempel gelehrt hat, war nicht nur so eine tolle Predigertätigkeit. Ja, er war ein toller Redner, aber nicht deswegen war er im Tempel, um irgendjemandem was beizubringen. Jesus war im Tempel aus einem einzigen Grund, weil dort die Herrlichkeit Gottes gewohnt hat. Weil dort der Ort war, wo Gott zugegen ist, sein Vater. Das klingt jetzt ein bisschen hoch, aber das ist auch das, was wir tun sollen. Alles, was wir in unserer Nachfolge tun sollen, soll diesem einen Ziel gewidmet sein, dass wir beim Vater sind, nicht irgendwo, nicht bei mir selbst, wie uns die Psychologie auch sehr oft lehrt, man muss zu sich selbst kommen, sich erkennen und mit sich selbst zufrieden sein, ist alles wichtig. Oder für andere da sein, ja, du sollst dich für den anderen opfern, für ihn dein Leben geben, ja, klar, ist auch wichtig in der Nachfolge. Aber das alles soll einem Prinzip unterordnet sein. Wir sollen beim Vater sein. Und ich lade euch dazu ein, in dieser heiligen Woche das ganz genau zu machen. Zu schauen, wo ich bei ihm sein kann.
was es für mein Leben jetzt bedeutet, in dieser heiligen Woche, die heute beginnt, dass ich beim Vater sein soll. Nicht, weil ich es euch sage, nicht, weil es gut für euch ist oder auch für mich, sondern aus einem einzigen Grund, weil wir Christus nachfolgen. Und wenn wir ihm nachfolgen sollen, dann müssen wir werden, wie er geworden ist. Und sein ganzes Leben war diesem einen Prinzip unterordnet, beim Vater zu sein, seinen Willen zu tun. Frag dich also in dieser Woche ganz intensiv, was ist sein Wille für mein Leben und wie kann ich bei ihm sein?